Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kress Garage. Heute habe ich mir was ausgedacht. Ich möchte mit diesem Video eine Serie starten, in der ich gebrauchte Fahrzeuge wieder flott mache, schick mache, entweder in den Urzustand zurückbringe, das heißt, man kann sie sich richtig schick vielleicht an die Wand hinten stellen, oder sie fertig machen, dass man sie richtig gut fahren kann, also in der modernen Version gut fahren kann, oder sie einfach wieder fertig machen und wieder verkaufen, um zu gucken, vielleicht kann ich ein paar Euro rausholen. Also, herzlich willkommen zum... Ja, keine Ahnung. Kress Shopping Garage. Herzlich willkommen zur Kress Shopping Garage. Vorwiegend werde ich hier Gebrauchtmärkte durchsuchen auf Facebook, auf eBay und dort mal gucken, was ich Schickes finde. Das dann sozusagen kaufen, euch hier präsentieren, wie es aussieht, wie es ankommt. Dann schick und fertig machen und dann entweder an die Wand stellen, raus auf die Straße zum Fahren bringen oder wieder online stellen und verkaufen. Das Ganze möchte ich aber ein bisschen abhängig machen von, ihr habt es vielleicht ein paar Mal schon gesehen, meinem schicken Glücksrad hier. Da möchte ich dran drehen und das soll sozusagen das Budget für das nächste Video dann immer sein. Hier sind Zahlen drauf von 1 bis 24. Ich habe mir gedacht, ich nehme die immer mal 5. Das heißt, den niedrigsten Wert, den wir haben, ist, sag ich mal, bei einer 1. 5 Euro und bei einer 24 sind es dann 120 Euro. Also 120 Euro ist das Maximum, was ich ausgeben möchte, inklusive Porto nehmen wir mal raus. Und ich würde sagen, wir drehen das Ganze einfach mal und gucken, was mein erstes Schmuckstück sein soll, mit dem ich hier sozusagen für euch, dass ich euch präsentiere. €11, das mal 5 wären 55 Euro. Das ist ja was, damit kann man mal schön suchen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu eBay, guck mal, was es da so gibt. Wird mal so ein paar Sachen hier raussuchen, die vielleicht in dem Bereich sind. Ich suche immer so nach Tamiya ist ein Begriff, RC ist ein Begriff, ferngesteuertes Auto, einfach nur danach suchen. Oder RC-Auto oder ferngesteuertes Funkauto. Manchmal verkaufen Eltern Sachen günstig, die sie von ihren Kindern noch früher haben. Was haben wir hier? 55 Euro. Jetzt kann man natürlich auf Auktion gehen. Oder wie hier ist ein... Okay, wird hier angegeben als Offroad-Buggy. Blau, Maßstab 1 zu 10. Also keine Produktbezeichnung. Ich habe den jetzt gefunden, weil ich über ein anderes Tamiya-Modell, was er drin hatte, da stand drauf, was es ist. Dann habe ich geguckt, was hat denn der noch so an Auktion, und dann hat er jetzt hier einen reingegeben, wo er keinen Markennamen zugeschrieben hat. Das heißt, das ist schon mal ganz gut, weil den finden dann ja auch nicht so viele. Angegeben als Offroad-Buggy, blau, Maßstab 1 zu 10. Und auf dem Bild sehe ich schon, das ist ein Tamiya, ein Sand Rover. Ein ziemlich cooler Buggy, gab es auch als Street Rover. Vielleicht ist es auch ein Street Rover, denn die Reifen sind falsch. Das sieht hier nach eigentlich hochwertigen Crawler-Reifen aus. Hab hier... sehen eigentlich ganz gut aus. So ein bisschen Aluminium sieht das dann auch aus. Ansonsten Karosserie ist noch alles dran, keine Fahrerfigur. Oh, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Bild, was gehört, glaube ich, gar nicht da rein. Das muss von einem anderen Fahrzeug sein. Kann gut sein, weil es zu Verwirrung führt. Ansonsten haben wir hier jetzt das DT02 Chassis. Also es ist nicht der Rover, der als erstes rauskam in den 80ern, sondern die Zweitauflage kam, glaube ich, 2009, 2010 raus auf einem DT02. Hier sehe ich auch, da steht Tamiya. Das ist auch der typische Tamiya Heckmotor vom DT02. Wir haben Reibungsdämpfer und er benutzt nicht die Karosseriepans. Er hat hier vorne Gummi, hinten auch. Die Originalscheibe, die Plexiglasscheibe vom Rover, sage ich jetzt einfach mal, ist, glaube ich, sogar noch mit der Folie beschichtet. Also das sieht auch ganz gut aus. Ansonsten sehe ich keine Mängel an dem Fahrzeug. Halt, es sind nicht die Originalreifen, der benutzt die Pins nicht. Steht hier für 60 Euro drin plus Versand oder Preis verschlagen. Artikelzustand, Ersatzteil oder Defekt. Was hat er noch was dazu geschrieben? Vollständige Beschreibung mal lesen. Offroad Buggy Blau, Maßstab 1 zu 10, elektrisch, ohne Fernsteuerung, Länge des Modells 39 cm, Funktion des Modells konnte nicht geprüft werden, daher verkauft als Ersatz ohne OVP, also ohne Originalverpackung. Es sind noch 4 Fernsteuerungen vorhanden, muss dann mit Käufer geklaut werden, welche passt, würde dann Bild zusenden.
Okay. Modell stammt aus einer Sammlungsauflösung eines Nachlasses und wird im Auftrag der Tochter verkauft. Erstmal mein herzliches Beileid. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, keine Garantie. Okay. Das gute Stück läuft jetzt noch einen Tag. Und hat ein Gebot oder Preisvorschlag. Und ich schicke jetzt einfach mal als Preisvorschlag 50 Euro hin. Mal gucken, ob es klappt. Und wenn es geklappt hat, lass uns das über das gute Teil mal reden, dann liegt es ja auf dem Tisch. Oh Wunder, das gute Stück ist schon hier. Ich würde sagen, ich habe mir schon mal angeguckt, aber ich hole ihn mal raus, dann seht ihr es auch. So, okay, Karosserie ist lose. Ich nehme trotzdem mal im Ganzen raus. Dazu gab es noch eine Fernsteuerung. Marke sagt mir gar nichts. Ich kann noch nicht viel erkennen. Ist eine Charisma CTX 1000. Noch nie von gehört. Aber wird sowas wie 42 oder irgendwas im 50 Hertz, 27 oder 52 Hertz sein. Hier müsste ein Transmitter drunter sein. TX2 sehe ich nur. Hier oben drauf ist eine 27 Hertz Fernsteuerung und der Kanal ist 27,045 MHz. Mal gucken, ob das auch im Auto vorkommt. Ansonsten habe ich jetzt hier noch eine alte Fernsteuerung. Kann ja theoretisch meine Sammlung. Ansonsten, ich kann Steuerung und Gas trimmen. Unten rein kommt ein Akku, der nicht dabei ist. Also schon mal nicht so gut. Aber trotzdem, um das Teil geht es ja gar nicht. Hier rum soll es gehen. Also, ich habe es richtig vermutet. Ein Sand oder Land Rover. Was fehlt, ist die Fahrerfigur, die Lenkung, Schaltgetriebe oder die Schaltung. Kann man aber noch nachkaufen. Ansonsten hat da hinten Lampen, LED-Lampen oder sowas reingeklebt. Sieht ein bisschen original, nee, oder sieht ein bisschen anders aus. Vorne die Lampen wirken auch ein bisschen größer als die originalen. Ansonsten habe ich recht gehabt. Hier ist die Schutzfolie noch auf der Lexan-Scheibe drauf. Die Aluhalter an der Seite sehen noch gut aus. Die ganze Karosserie ist lackiert. Ich glaube, sie war mal weiß, ist dann orange lackiert worden. Und dann nochmal blau-metallic oben drüber. Mal gucken, wie ich da mit der Farbe umgehe, ob ich die abnehme. Ansonsten haben wir hier jetzt noch das Chassis. Was kann ich zuerst sagen? Wir haben ziemlich weiche Crawlerreifen mit einem interessanten Verschluss. Die sind klein geschraubt, das heißt, ich komme von außen gar nicht an die Schraube dran. Muss ich mal gucken, wie ich das löse. Ansonsten ein DT02 Chassis. Hinten drauf ein dicker Alukühler. Keine Ahnung, was das ganze Plastik hier soll. Vielleicht wollte er ihn wasserdicht machen. Nehmen wir mal das ganze Zeug hier ab. Ist auf jeden Fall über Rasen damit gefahren. Oh, mal sehen. Was ist das hier? Die Abdeckung für die... Interessant. Dreh es mal ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, wo ich es am besten hinziehen kann hier. Hier hat er sich ein Papprohr gebaut, was hier dran klebte. Dann auch mal weg. Ansonsten haben wir ein LRP 2,4 Giga. Ansonsten haben wir hier einen LRP-Empfänger, den A3XR Deluxe 2,4 GHz mit drei Kanälen und Batterieansteuerung. Wir haben hier ein Tamiya TEU 104 BK Fahrtenregler. Sieht noch ziemlich gut aus. Ansonsten die Verkabelung so ein bisschen
komisch, hat ein paar kleine Sticker da, paar kleine Kabel noch dabei. Tesafilm hier mal abmachen. So klebt man aber viel Tesafilm dran. Für was hat man Angst? Und warum so ein schlimmes Tesafilm? Ah. So, jetzt habe ich Tannennadeln im Studio. Hier ist auch Tesafilm drin. Viel Tesafilm verklebt, um den Wagen irgendwie so ein bisschen wasserdicht zu machen anscheinend. So, was haben wir noch? Was fällt auf? Hier hinten drauf. Einen dicken Kühler hat er sich hier drauf gesetzt. Komische Schraubung. Sehr komische Verschraubung. Motor kenne ich noch nicht, da ist ein dicker Kühlerblock drauf und halt die dicken Reifen, ansonsten vorne sind es, glaube ich, Öldruckstoßdämpfer und hinten Reibungsdämpfer. Hier klemmt noch irgendwas, geht auch kaputt, ein altes Gummiband. Ja, so, das sieht ja erstmal ganz schick aus. Hier noch die Gummibänder, keine Ahnung, was die machen. Können auch mal weg. Das heißt, ich nehme den jetzt mal ein bisschen auseinander, gucke mal, was man alles machen kann. Hier vorne ist die Aufhängung so ein bisschen anders. Überhaupt die Aufhängung, die Originalpinne fehlen. Da muss ich mal gucken, ob ich die ersetzen kann. Was er hier gemacht hat, verstehe ich nicht. Hier hinten auch merkwürdig. Hat also die Originalpinne rausgenommen, aber ansonsten sieht das schon mal ganz gut aus. Die Karosserie sieht ganz gut aus. Ich werde mir eine Fahrerfigur und den Träger sozusagen bestellen, um die Karosserie wieder schick zu machen. Ich werde mal versuchen, die Originalfarbe vielleicht, die da drauf ist, wieder runterzukriegen. Oder überzulackieren. Dafür müsste ich es anschleifen. Und ja, Elektronik ist ja erstmal ganz gut. Sehr lustig. Alles hier mit Tesafilm eingeklebt. Sieht aber sonst ganz gut aus. So, die, was fällt mir noch auf? Der Akkufachdeckel fehlt noch. Aber für den Preis eigentlich okay. Hier vorne ist ein bisschen Klebefläche drauf. Ist aber nicht gebrochen, hat einfach nur so ein bisschen Verstärkung dran gemacht. Also wie gesagt, ich gucke mir jetzt mit dem Detail an. Kommt mal näher ran. Ja. Erstes werde ich mal versuchen, die Räder abzukriegen. Das passt nicht. Das passt. Auf jeden Fall Reifen von Axial. Gummi fühlt sich noch sehr gut an. Crawlerreifen, würde ich mal sagen. Wird hier eigentlich, werden die mit 6 von den kleinen Schrauben gehalten. Jetzt kann ich das hier abnehmen. Axialreifen der AX12016 Ripsen 1,9 mal 4,3, also hat Schaumstoff drin. Ja, kann man doch mal was Schickes draus machen. Irgendein Crawler-Fan findet das bestimmt gut. So, und hier sind jetzt ganz interessant
Kugellager sind auf jeden Fall verbaut, aber so ein bisschen falsch zusammengesetzt. Das sind auf jeden Fall Achsen, die auf dem Mitnehmer drauf kommen. Und Aluminium, ziemlich cool. So, das baue ich mal auseinander. Kleine Unterlegscheibe hat er hier noch drin verbaut. Oder mal gucken, ob ich noch einen Satz Reifen da habe. Das sind jetzt hier Reifen vom Neo Fighter. Gehören eigentlich woanders hin. Also die von dem Sand Cruiser sind eigentlich... Das Felgenbett liegt ein bisschen tiefer, aber ansonsten sehen die sehr ähnlich aus. Hier brauche ich jetzt noch ein paar Gleitlager. Jetzt mal unten drunter ein Kugellager gesetzt, das Original. Außen drauf mache ich jetzt erstmal ein Gleitlager. So, da ist mir eine Schraube gerade runtergefallen. Ich tausche jetzt erstmal alle Reifen aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt erstmal schön die Reifen gewechselt. Die sehen eigentlich schon ziemlich cool aus. Das sind Aluminiumfelgen, haben erst so eine innere Aufnahme. Die wird festgeschraubt und darauf wird dann mit 3 bzw. 6 kleinen Schrauben die Originalfelge gesetzt. Ziemlich cool. Aber ich habe erstmal wieder sozusagen DT02, DT03 Felgen draufgezogen. Machen wir hier alles Geklebte ab. Kleber wie Patex-Kleber hier drauf. Der ist so ein bisschen filmig, weich. Ist halt mit den Jahren so ein bisschen gelblich geworden. Sieht nicht ganz so schön aus. Aber ich habe noch keinen Bruch darunter gesehen. Also einfach zur Vorbeugung. Oder es war irgendwas dran festgeklebt. Vielleicht hat er hier Kabel für seine Beleuchtung herlaufen lassen oder so. So, was haben wir hier vorne? Erkenne ich nicht. Schraube ich aber mal ab. Auch mit Patex gesichert die Schrauben. Auch wieder alte Gummireste dran. Verschiedene Schrauben. Keine Ahnung, was das ist. War aber vorne dran. Ansonsten sieht das hier vorne gut aus. Servo erkenne ich jetzt auch nicht direkt, was da verbaut wurde. Hier haben wir aber noch eine Büroklammer, die irgendwas halten soll. Okay. Der Empfänger wird noch mit Strom versorgt. Und hier haben wir noch ein Stromkabel mit einer lustigen Isolierung. Hinten für den Ventilator. Also mal hinten abschrauben. Was haben wir denn da? Was kann das denn sein? Und wie hat er sich das gedacht? Keine Ahnung. Erstmal versuchen, das große Ding hier abzunehmen. Also hier ist eine Hülse. Auf eine Gewindestange. Schraubt. Selbst aus einer Sprühdosendeckel eine Abdeckung gebaut. Da hat auf jeden Fall jemand getüftelt. Einfach einen Sprühdosendeckel genommen. Ja, lustig. Ansonsten jetzt hier ein Kühlerventilator. Ich glaube, der ist nicht aus dem EC-Bereich, der ist glaube ich aus dem Computerbereich.
Aber er hat wahrscheinlich seinen Dienst getan. Er hat einfach ein Kabel mit dem passenden Stecker dran geschraubt. So, und wie kriege ich das jetzt hier ab? Also ich hatte mit einer Rechts-Links-Gewindestange. Hier ist der Kühlergrill. Der Kühlerblock. Lustig. Also hier der Kühlerblock. Und mit einer Unterlegscheibe, die er hier zwischengeschraubt hat, hier hinten. Hier eine Unterlegscheibe. Ist er sozusagen in das Gitter reingegangen und hat die damit fixiert. Interessant, aber was sagt das jetzt für uns? Ich kann das jetzt hier einfach, eine Rechts-Links-Gewindestange ist das übrigens, rausdrehen. Und wir haben ziemlich viele interessante Unterlegscheiben, bis er das zusammengebaut hatte. Ansonsten haben wir jetzt hier den Empfänger. So, hier oben hat er sich noch was gebaut. Vorne Kreuz, hinten sind wir Mut. In die Karosseriehalterung hier einfach reingeschraubt. Eine andere Platte. So, mal gucken. Die wackeln immer so ein bisschen hier nervig rum. Aber ansonsten sind die super. Ich will jetzt mal gucken, was für eine Verzahnung er hier auf dem Motor hat. Okay, eine 17er Verzahnung fährt er. Auf einen 55 Zahn. Auch hier Kugellager verbaut. Sieht noch alles gut gefettet aus. So, was wir jetzt brauchen, sind so ein paar Teile für ein DT02. Hier kommt theoretisch der An-Ausschalter ran. Das Ding kenne ich nicht. Alles andere sieht gut aus. Okay, der Servo ist nicht mehr ganz fest. Schauen wir da mal nach. Können wir auch gleich mal gucken, was er denn für ein Servo verbaut hat. Schrauben wir es einfach mal fest, weil sie nur locker. Hört sich auch schon viel besser an. Die Platte hier beim Servo ist übrigens ganz wichtig, um das Ganze so ein bisschen steif zu machen. Ansonsten bricht euch das sehr schnell weg. Also guckt, dass ihr das richtig zusammenbaut und dass die Platte auch mit drin ist. So. Hier ist auch noch ein bisschen Tesa für. Thank you.
werden, theoretisch. So, wir brauchen noch vorne die Halterung. Ja. Nö, nicht, was ich erwartet habe. Muss aber, glaube ich, höher sein. Da ist die Abdeckung. Also das Teil hier muss ich da wohl drauf schrauben. So, jetzt Senderverkabelung. Kanal 1 ist immer zum Lenken und 2 immer zum Gas geben. Schwarz ist immer Minus, kommt also nach außen. Und dann gibt es noch den Kanal BC, also das ist nur Strom. Der kommt hier auch rein. Auch hier schwarz nach außen. Ihr könnt euch das merken. One to turn, two to burn. Also Burning Wheels hinten machen. So, ich will noch ein paar Klebepads holen. Ein bisschen kleiner. So viel hier zum Sand Rover. Ich finde ihn ziemlich cool. Aktuell könnte ich ihn fahren. Akku müsste noch rein. Empfänger ist drin. Müsste ich noch binden. Aber auch dafür habe ich eine passende Fernbedienung. Ich habe ihn jetzt mal so grob gereinigt. Alles nachgeguckt. Sieht eigentlich gut aus. Es waren keine Schäden dran. Die Karosserie sieht ziemlich cool aus. Ich werde in einem extra Video nochmal gucken, dass ich die komplett entlacke. Das heißt, ich möchte die nochmal komplett entweder neu lackieren oder entlacken und neu lackieren. So möchte ich sie auf jeden Fall nicht haben. Ich werde mir auch noch die Fahrerfigur besorgen. Aktuell habe ich mir die Karosseriehalterung hier vorne von meinem Holiday Buggy geliehen. Ich weiß aber, dass ich noch eine habe, denn ich habe den Nissan Titania aufgebaut. Da war die auch im Trägersystem mit dabei. Ich habe sie aber nicht gebraucht. Ansonsten habe ich hinten noch einen Sand Viper, auch auf dem DT02, ein sehr schöner Buggy. Und da müsste die auch drin sein. Ansonsten, wie gesagt, Fahrerfigur hole ich mir neu. Da sind dann auch die Originalscheinwerfer für hier vorne mit dabei. Das heißt, wir kriegen die in einen recht guten Zustand wieder. Die Scheibe sieht gut aus. Hinten die Rücklichter sind auch in dem gleichen Träger bei wie die Fahrerfigur. Ja, und Sticker vielleicht dann noch, ne? Ansonsten sind jetzt nicht die Originalfelgen, aber kommt dem schon sehr nahe. Die waren auch weiß. Die liegen so ein bisschen tiefer, die Originalen. Mal gucken, ob ich die noch irgendwo herkriege. Ansonsten sieht der ziemlich gut aus. Ich finde, für 40 Euro habe ich dann ziemlich einen Schnapper gemacht.
Steckt natürlich jetzt noch ein bisschen Arbeit drin, ein bisschen Teile muss ich noch reinstecken, das heißt, ich werde noch ungefähr so 25 Euro reinstecken müssen, um die Originalteile wieder zu kriegen, um ihn, sag ich mal, mit Fahrerfigur und allem wieder fertig zu haben. Das gibt's aber, wie gesagt, in einem anderen Video. Auch die Karosserie mache ich dann nochmal neu. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, wenn er fertig ist, überlege ich, ob er an meine Wand kommt oder ob ich ihn wieder rausgebe an einen vielleicht von euch oder wen anderes. Falls euch dieses Format gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Ich drehe jetzt nochmal am Ende mein Budget fürs nächste Mal und damit können wir dann in der nächsten Folge auch anfangen. Wieder mein Drehrad hier. Das heißt, wir nehmen den Betrag. Was ist das? 14, 14 mal 5 sind, weiß nicht, heute auch schon, 14, 5, 50, 20, 70 Euro. 70 Euro werde ich was Schönes raussuchen, was ich dann hier wieder fertig mache. Und ich würde sagen, wie gesagt, hat euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert das Ganze, wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt. Wenn ihr keines mehr verpassen wollt, lasst doch gerne die Glocke da. Und übrigens abonnieren. Ich habe gesehen, 70% meiner Zuschauer, also von 10 Leuten, du und du, habt nicht abonniert. Abonniert doch gerne. Das kostet euch ja nicht viel. Klickt einfach drauf, dann verpasst ihr keine meiner Videos mehr. Mich freut's mehr. Mein Algorithmus hilft das mehr, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu pushen. Ich sage jetzt ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder günstig kaufe und gucke, was wir davon retten können. Bis dann. Falls ihr ein Interesse an diesem Reifen habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Gummi sieht noch sehr gut aus. Schicke, interessante Alufelgen. Haben Inlays drin aus Schaumstoff. Ansonsten stelle ich sie bei eBay rein.